Herzlich willkommen zum heutigen Lernvideo zu dem Thema Charts bei MetaTrader 4 von FXFlat. Sie sehen in diesem Video, wie Sie Charts zur Plattform MetaTrader 4 hinzufügen, wie Sie Charts öffnen, wie Sie die Chartgröße verändern, die Skalierung verändern und unterschiedliche Zeiteinheiten einstellen. Zu Beginn sehen Sie jetzt hier die Plattform mit einem geöffneten Chart von Euro, US-Dollar im 5-Minuten-Bereich. Sie können hier unten unterschiedliche Charts auswählen, falls diese schon geöffnet sind. Ich schließe diese Charts jetzt mal, sodass Sie eine leere Plattform haben und sich die jetzt mal individuell konfigurieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Chart hinzuzufügen. Einmal haben Sie ja hier den sogenannten Markt, also den Überblick von verschiedenen Währungspaaren. Ich schalte den Navigator mal eben aus, dass Sie jetzt nur diese Kursliste sehen mit den einzelnen Forex, mit den einzelnen Währungspaaren. Dort haben Sie jetzt die Möglichkeit, einen Chart hinzuzufügen, indem Sie ganz einfach hier das Währungspaar auswählen mit linker Maustaste, sodass es blau hinterlegt ist und dann mit der rechten Maustaste auf Chartfenster klicken, dann wird dieser Chart der Plattform hinzugefügt. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit. Sie können sich ein Währungspaar auswählen und mit gedrückter linker Maustaste praktisch per Drag and Drop den Chart hier in einen freien Bereich der Plattform ziehen, sodass unterhalb von dem Mauszeiger ein Plus erscheint. Wenn Sie jetzt die linke Maustaste loslassen, ist dieser Chart des Währungspaares Euro-Britischer Pfund auch der Plattform hinzugefügt worden. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, zum Beispiel können Sie auch oben auf Datei gehen und sagen Neues Chart und wählen dann das entsprechende Währungspaar aus. Hier sehen Sie jetzt aktuell die Majors, also die Hauptwährungspaare. Sie haben natürlich auch hier die Möglichkeit, weitere Währungspaare auszuwählen. Klicken einfach darauf und dann wird dieser Chart der Trading-Plattform hinzugefügt. Ich füge jetzt nochmal einen vierten Chart hinzu, habe die jetzt alle so übereinander. Wie gesagt, Sie haben hier unten an dieser Leiste die Möglichkeit, zwischen den einzelnen Charts zu wechseln. Dann wird der jeweils angeklickte Chart in den Vordergrund geholt. Sie haben aber auch die Möglichkeit, sich die Fenster anzuordnen. Und zwar zum Beispiel hier unter Vertikal teilen, können Sie sich die Charts hier einfach nebeneinander und untereinander anzeigen lassen. Ich schließe jetzt mal wieder drei Charts und möchte jetzt nur noch mit einem Chart arbeiten. Sie sehen jetzt hier, ist aktuell ein Chart ausgewählt. Die Zeiteinheit ist die Stunde. Sie sehen, dass hier ist angeklickt H1, also H für Hour und dann die 1, also eine Stunde ist die Zeiteinheit. Sie können mit dem Zoom-Werkzeug in den Chart reinzoomen. Ja, das heißt, Sie haben einen Einblick in den Chart, in eine Vergrößerung praktisch. Sie können aber auch mit dem Minus vom Zoom-Werkzeug wieder herauszoomen. Der Chart wird automatisch an das Chartfenster angepasst. Sie haben aber natürlich auch die Möglichkeit, es individuell hier zu verändern, indem Sie mit der gedrückten linken Maustaste die vertikale Skalierung verschieben. Mit einem Doppelklick auf diese Skalierung können Sie das wieder an die Größe des Chartfensters anpassen. Sie sehen hier, aktuell haben wir einen Balkenchart. Den Charttyp lässt sich verändern, indem Sie oben auf das entsprechende Symbol klicken. Direkt neben dem Balkenchart finden Sie Candlestick-Chart und daneben den Linienchart. Die Zeiteinheit verändern Sie hier, wie ich bereits erwähnt habe, hier auf diese entsprechenden Symbole. Und zwar können Sie hier auswählen, zum Beispiel einen Tag, 4 Stunden, eine Stunde, 30 Minuten bis runter zu einer Minute. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, andere Zeiteinheiten auszuwählen. Drücken Sie dazu auf die rechte Maustaste, gehen dann auf Anpassen und wählen dann weitere Zeiteinheiten noch hinzu. Sie können zum Beispiel wöchentlich noch einfügen oder monatlich. Dann gehen Sie auf Schließen und sehen nun, dass hier auch
monatlich, week und wöchentlich hinzugefügt wurde. Natürlich lässt sich auch die Reihenfolge hier verändern. Ja? Es macht natürlich Sinn, täglich vor den wöchentlichen und den monatlichen Charts anzuordnen. Ja? Jetzt sehen Sie, es ist hier chronologisch sortiert. Ja, so viel erstmal zu den Grundlagen, zu den Charts. Weitere Details zu Trendlinien oder zu Indikatoren sehen Sie im nächsten Video.